Frühes Fördern und Unterstützung von Anfang an sind wichtig. Und dafür haben wir im Netzwerk Frühhilfen und Familienhebammen in Mülheim an der Ruhr eine ganz breite Angebotspalette. Weil wir wissen, wie wichtig die individuelle Förderung von Anfang an für die Entwicklung unserer Kinder ist. Gemeinsam wollen wir Ihnen einen gesunden und guten Start ins Leben ermöglichen. Das Angebot des Familienhebammenteams in Mülheim an der Ruhr richtet sich an alle werdenden Eltern, die sich aufgrund unterschiedlichster Herausforderungen unsicher in ihrer neuen Lebenssituation fühlen. Also ich war am Anfang ziemlich verunsichert und dabei haben sie mir sehr geholfen, dass ich Sicherheit finde, mit meinem Kind umzugehen. Da ist ein Bagger. Baba. Das Familienhebammenteam arbeitet mit den werdenden Eltern während der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag des Kindes mit dem Ziel, primär präventativ eine stabil und optimierte Beziehung und Bindung der Eltern zum Kind aufzubauen. Und der Familienhebammenladen sind die Vorteile für mich. Man kann hier hinkommen, wenn Fragen sind. Man bekommt auch Angebote außerhalb, Beratungsstellen, die man wahrnehmen kann. Die sind sehr super auch in der Nachsorge als Unterstützung. Man kann die auch jederzeit telefonisch erreichen. Das Familienhebammenteam arbeitet partizipativ mit den betreuten Eltern und mit vielen Akteuren und Akteurinnen im Netzwerk Frühe Hilfen zusammen. Wenn Sie unser Haus besucht, haben wir ein Gefühl wie Hause oder Indien und wir vermissen nicht unserem Heimatland. Das Familienhebammenteam findet leicht Zugang zu den werdenden Eltern. Und ich höre eben erst auch mal zu, um die Eltern dort abzuholen, wie sie das halt auch brauchen, um sie zu unterstützen. Da sie rund um die Phase der Geburt im Kontakt mit den Eltern stehen. Viel Fragen und sie helfen uns sehr, sehr schön. Sorry. Die Unterstützung ist ausgesprochen stark akzeptiert und ist allgemein von den Eltern nicht als stigmatisierend oder kontrollierend empfunden. Mit den Spielen auf der Wiese. Also da habe ich mal sehr gerne Angebote angenommen oder wenn sich hier Spieletreffen stattgefunden haben, also in den ersten Lebensmonaten, das haben wir sehr gerne mitgemacht. Und das hat ihn auch sehr viel gebracht, weil er hat eine Menge dabei gelernt und hat das auch direkt zu Hause umgesetzt. Was wir wollen, ist eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, sodass wir die Eltern längerfristig und auch aufsuchend und begleitend unterstützen können im Netzwerk Frühe Hilfen.